Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video. Ich habe hier von Meros, hatte ich ja schon mal vor einer Weile angekündigt, den Smart Wasser Sensor, also Smart Water Leak Sensor, MS400H, Apple HomeKit kompatibel, natürlich auch mit Alexa und Google Assistant, steht auch irgendwo. SmartSync funktioniert auch. Ja, steht hier irgendwo. Naja. So, packen wir mal aus. Und gucken wir erstmal alles, was da drin ist. So. Dann haben wir hier einmal einen Wandadapter für Strom. Da. Oder zum Laden. Dann haben wir hier, ich denke mal, das sind die Sensoren. Und dann haben wir noch ein HomeKit. Ich denke mal aber nicht, dass wir den brauchen. Ja, den habe ich ja schon durch den Heizungsding. Warte, wo haben wir den Karton? Hier. Da war nämlich auch ein Hub mit bei. Aber ist gut zu wissen, dass man ein Hub mit bei hat bei dem. Ich denke mal, kann man auch mit Hub und ohne Hub bestellen. Weil, wenn er kaputt geht, was machen wir dann? So. Ich mache jetzt was, was ich sonst in der Regel nicht mache. Ich gucke mal in die Anleitung. So. Konduktor. Ah, ist alles Englisch. Mist. Apple, Google Play. Amazon, ach so, Amazon Apps gibt's. In Amazon gibt es auch Apps, also für Fire Tablet und so. Und Fire Handys. Ah, oben den Button. Gut, hier ist leider alles in Englisch. Aber das macht nichts. Jetzt fragt euch, warum macht das nichts? Weil die Meros App an sich sehr geil ist und uns das super erklärt. So, wie gesagt, den Wandadapter haben wir zum Laden. Dann einen kurzen USB-C-Kabel. Nee, ein Micro-USB ist das. Das ist kein USB-C, das ist ein Micro-USB. Ja, da wird es Zeit für ein Update. Und dann halt, ich denke mal, der Sensor. So. Hier sind die Sensoren. Hier. Ich glaube, es ist zum Testen oder so. Ist auch alles verschraubt. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob der vielleicht leer ist und ob wir den erstmal laden müssen. So. Den wir natürlich nicht laden können. Brauchen wir doch die Anleitung. Install Guide. Wir werden es einfach mal gucken, was passiert. Wir nehmen uns jetzt einfach die. Mensch. Der Wecker klingelt auch gleich. Die Meros App. Und dann gehen wir auf neues Gerät.
Okay, Bluetooth soll aktiviert werden. So. Glühbirne, Smart Schalter, Hubkontroll, Smart Lüfter, Smart Luftreiniger, Smart Umgebung. Mehr. Smart Deckenleuchte. Die haben so eine Smart Deckenleuchte? Oh, aber wieder nur in China. Oh Mann, die Smart Deckenleuchte wäre interessant. So, was ist das? Das ist MS400H. MS400. Smarter Sensor Alarm. Ah, da haben wir ihn doch. Wir müssen nicht mit H eingeben. Wir haben jetzt hier den 400er. Ohne H. Da gehen wir einfach drauf. Wähle Pairing Hub. Wir haben den MS300, glaube ich. MSH300 müsste das, glaube ich, sein. So, schließen Sie den Hub. Wie im Bild unten angezeigt. WLAN. In der Nähe des WLAN-Routers zur Verbindung gewählt. Dann schalten Sie es ein. Habe ich gemacht. Das blinkt jetzt zwar nicht, aber das kann ich blinkend machen. Wiederholen. Wiederholen. Warte mal. Gehen wir mal verlassen. Der wird hier auch nicht aufgezeigt. Das ist der kann ich euch nur empfehlen, wenn es mal zu klein geschrieben ist, Foto machen. MSH 300. So, der MS, ach Gott. Habe ich denn den Moment? So, ich habe jetzt mal nachgeguckt. Das ist der MS300. Ich habe den jetzt auch blinkend gemacht. MS, nee, was war denn das? MS400. Muss ich mich beeilen, nicht dass das Ding. So, und dann den MS300 weiter. Ja, der blinkt auch weiter. Mit Gerät verbinden. So. Hat er mein Ding drinne? Passwort hat er auch drinne. Weiter. So. Jetzt verbindet er sich. Ich mache mal kurz ein bisschen dunkler, damit ihr das besser sehen könnt vielleicht. So. Und der lädt jetzt gerade. Und schon sind wir verbunden. Ja. So. Jetzt sollen wir 1 und das verbinden. 3-mal. Eins.
3. Aha. Okay. So, nochmal gucken. 1 und 3. So, oder? Genau. Da ist 2, 1, 3. Ach, Mann. So, nochmal lesen. Verwenden Sie den Konduktor in der Verpackung um schnelle Verbindung. Kontaktieren Sie 1 und 2 oder den Kontakt 1 und 3, wenn... Wiederholen Sie den Vorgang dreimal innerhalb von 2 Sekunden, um mit dem Hub Verbindung LED beim Pairing. Okay, gut. Also. Einmal. Wartet. Dreimal sollen wir machen. 1 und noch irgendwas. 2. Hier haben wir die 1. So. Oh, das macht sich aber auch doof hier, ey. So. Eins, zwei, drei. Ach, hat funktioniert. Das ist aber auch... Wenn man dicke Pfoten hat, ist es nicht so einfach. So. Habe ich jetzt vielleicht zu lange gebraucht und der Hub ist nicht mehr bereit? Muss ich beim Hub jetzt wieder was drücken? Dies wird einige Momente dauern. Nö, steht einige Momente hier oben. Ja, dann warten wir mal ab. Würde ich sagen. Habe ich Bluetooth noch an? Ja, habe ich an. Der Wecker geht auch gleich an, den kann man schon mal ausschalten. Ausschalten. So, der in 10 Minuten reicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich bin ja mit dem Hub bin ich ja verbunden, hat er gesagt. Aber ob der jetzt, weil es zu lange gedauert hat, mit den dicken Krepelpfoten, dass ich da nicht angekommen bin. Ich gehe mal zum... Ihr seht ja, dass es blinkt. Ich gehe mal nochmal hin und drücke nochmal die Verbinden-Taste. Ach, da haben wir den. Sensor kann nicht hinzugefügt werden. Wiederholen.
So, jetzt müssen wir uns beeilen. Der blinkt jetzt wieder so grün. Weiter. Der hier nicht. Eins, zwei, drei. Achso, das ist eine 2. Die 1 ist hier oben. So. Das ist eine schön dicke Krebelhände. 1, 2, 3. So, jetzt blinkt es wieder. So. Ich habe nur noch 10% Akku. Na ja, gucken. Oder hat der hat nicht grün geleuchtet. Der hat eben grün-braun geleuchtet. Ich glaube nicht, dass er sich diesmal verbindet, weil ich glaube, der blinkt gerade falsch, der Hub. Wiederholen. Stellen Sie sicher, dass der Hub grün blinkt. Falls nicht, drücken Sie die Netzwerktaste innerhalb von 2 Sekunden zweimal kurz, um Smart Hub in den Pairing-Modus zu versetzen. Dieser Modus dauert 2 Minuten. Okay, das werde ich jetzt machen. Hier blinkt es ja noch, seht ihr ja. Mal gucken, wie lange das noch blinkt. So, der soll jetzt wohl sein. Wartet mal, ich hole den jetzt mal her. Ich habe mir den jetzt mal hierher geholt. Hier ist er. Das ist der neue. Das ist der von der smarten Heizung. So, dann. Machen wir den mal ran hier. So. Der blinkt. Ich hoffe, das kann man erkennen. So. Wir gehen mal zurück hier. So, plus. Gerät suchen. Was war das? MS400. MS400. Smarter Alarm. So. Dann drücken wir den MS400. Fragt dann natürlich, welchen? Den 300er haben wir. So, den sollen wir reinmachen. Haben wir. Meine Mutter. Moment. So, da bin ich wieder. So, den 300er. So, hier. Der blinkt so. Seht ihr das? Macht er auch. Da, Gerät verbinden. Verbinden.
So, der ist jetzt Verbindung hergestellt. So. Jetzt will er das Passwort natürlich wieder haben hier. Also der ruft jetzt mein Netzwerk ab. So, ist alles da. So. Jetzt verbindet er hier. Jetzt, da ist er jetzt braun. Schon verbunden. Jetzt leuchtet da nur noch grün. Ich hoffe, ihr seht das. Weiter. So. Bringe ein Gerät hinzu. Was? Ein intelligentes Gerät. Okay. Wir sollen jetzt von 2 Sekunden zweimal kurz. Ne, der blinkt ja hier grün. Ja, der blinkt grün. Das brauchen wir nicht. So, dann müssen wir hier. Und jetzt müssen wir gucken, wo ist hier die 1? Die ist hier oben. So. Und dann halt 3 oder 2. 1, 2, 3. So, dann blinkt es da. Wir können sagen weiter. Und da ist er schon da. Smart Wasser Sensor. So, Hinweis. Wenn Sie Sensor in der App nicht erreicht. Was? Wenn der Sensor in der App nicht erreichbar ist, verwenden Sie einen anderen Adapter zur Stromversorgung des Hubs. Einen anderen Adapter, was? So. Ein neues Gerät wird hinzugefügt. Und da haben wir den Wassersensor. So, Stromversorgung des Geräts voll. Ah, da müsste man denn praktisch, wenn man denn, ich habe gedacht, den kann man, der ist irgendwie am Strom dran, ne? Aber da müsste man wahrscheinlich die kleinen Schrauben abschrauben und hier und da ist irgendwie eine Batterie denn oder so. Moment. So, bin wieder da. Frauchen holt jetzt die Kleine. Und dann muss ich mich auch gleich fertig machen. Die gehen jetzt schon mal zum Spielplatz. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo ist die Meros-App jetzt wieder da. So, ich hoffe, ich zoome mal rein, damit ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen könnt. Ja. Und ein bisschen dunkler machen. Macht es für mich halt was schwerer, aber für euch halt ein bisschen angenehmer. So, wir haben Gerätename, smarter Wasser, ne? MS400, Smart Hub, Gebrauchsanweisung. Ich muss ein bisschen heller machen, sorry, aber ich sehe sonst nichts. So. So, hier haben wir die Gebrauchsanweisung, Download. Ah, hier. User Manual. So. Aber auch alles Englisch. Zeit. Spezifikation. Aber was ist denn mit dem Batteriewechsel? Wie wechseln wir denn jetzt da nur die Batterie? Ja, nicht. Keine Ahnung, das erschließt sich mir noch nicht. Warnung. Systembenachrichtigung, wenn Wasserleck entdeckt. So, wir machen alles an. Speichern. Automatisierung plus Wasser entdeckt. Kein Wasserleck entdeckt. Nee, wenn er Wasser entdeckt. Logisch. Dann soll Ah, okay.
Okay, warte mal. Alexa, Sofa an. So. Und dann nehmen wir mal Sofa, Lampe. Alexa, Sofa, Lampe rechts aus. Gut, dann ist es rechts. So, Sofa, Lampe rechts weiter. Soll dann ein und rot. 100% soll sie leuchten. Und sie soll dann rot leuchten. Erledigen. So. Wenn Wasser entdeckt wird, soll diese Lampe rot leuchten. Ich habe auch noch, ich habe in Alexa kann ich wahrscheinlich dann auch noch was einstellen. Dann müsste ich mir von Meros vielleicht auch noch. Muss ich mal gucken, ob die auch eine Sirene haben oder so, dass man sich das einstellen kann, dass dann halt ein Warnton kommt oder so. Ich habe das jetzt erstmal nur so gemacht, dass man das überprüfen kann. So, Tonalarm. Ah, eingeschaltet. Automatisierung. Verlauf exportieren. So, der Akku ist voll. Oder Strom, Standort. Moment. Automatisch erkennen. Speichern. So. Und dann haben wir. So. Aber der wird hier auch nicht jetzt irgendwie angezeigt, wenn ich jetzt hier zurückgehe. So. Ist halt eine weiße Seite. Nicht mal ein Bild davon. Aber ist egal. So. Wasser erkennt er natürlich, wenn diese Dinger hier sich verbinden. Diese hier. Seht ihr die? Das mache ich mal rauszoomen. So, diese kleinen Bupsel hier. Die da und da. Das erkennt er, wenn die Kontakt haben, dass da Wasser dran ist. So, eigentlich reicht es, wenn man zwei. So. So, jetzt hat er mir hier was in der App angezeigt. So, Wasser entdeckt. 14:21 Uhr. Seht ihr das? Da hat er Wasser entdeckt. Und die Lampe ist an, aber. Da passiert nichts. Seht ihr das? So. Jetzt werden wir das nochmal machen. So. Automatisierung. Wasser entdecken, weiter. Sofalampe rechts, weiter. Sie ist ja ein, da machen wir jetzt nichts, wir machen einfach volle Pulle. Und rot entdeckt. So. Also war dann bei rechts, weiter, volle Pulle.
Machen wir grün. So, kann ich die jetzt hier auch. Ich kann die hier nicht mal löschen. Doch, rüberschieben. Okay, löschen. So, also ich habe die jetzt an. Also die ist die. Alexa, Sofalampe rechts aus. So, die leuchtet aber auch türkis gerade immer noch. Jetzt ist er an. Okay, also da passiert was. So. Aber nicht so, wie ich es gerne hätte. So, Wasser entdeckt. Weiter. Dann soll die Sofalampe rechts, die ja ein ist, volle Power. Machen wir einfach mal grün. So. Grün leuchten. Erledigt. So, wenn er jetzt Licht, also wenn er jetzt Wasser entdeckt, soll die Sofalampe rechts grün leuchten. Passiert nichts. Schalten wir mal aus. Wenn er Wasser entdeckt, soll die Sofalampe rechts ausgehen. So. Ja, aus geht's. Also ich kann es euch jetzt gerade nicht zeigen, weil die da hinten an der Seite vom Sofa da eingebaut ist. Ich habe zwei von den kleinen Lampen, eine links, eine rechts. Ich finde es halt schön, abends, wenn es leuchtet, ist türkis. Das Bild ist halt so ein bisschen gelblich. Egal. Es funktioniert, dass wenn Wasser entdeckt wird, dass die Lampe aus oder angeht. Das funktioniert. Die Farbe macht er nicht. Logischerweise wird auch mit dem Stecker das funktionieren, dass halt die Steckdose an oder ausgeht. Wir gucken mal, was haben wir denn noch? Updates oder so haben wir nicht. Ja. Wir gucken mal beim Shop. Alarm. So, wir sind jetzt im Shop. Und wir. Nee, wir wollen jetzt nicht E-Mail. Wir wollen. So. Suchen. Alarm. So, Miro Smarters Maug-Alarm. Miros Alarm CO Detektor, Smoke Alarm, Wasseralarm. Ja, da fehlt noch was. Also dann wäre halt schön, wenn da irgendwie eine Sirene kommen würde oder wenn es da eine Sirene geben würde, die es jetzt leider momentan noch nicht so gibt, weil wenn man das Ding irgendwo hat, wo es ausgelöst werden soll. Ja? Es ist ziemlich leise. Ja, hört sich an wie eine Uhr, wie ein Wecker, der mal ein bisschen piept. Das leuchtet auch. Wenn der aber hinterm Schrank ist,
beziehungsweise auf dem Fußboden neben der Waschmaschine, neben der Spülmaschine. Wenn die gerade laufen, hörst du das nicht. Es ist zwar schön, dass wir in der App hier eine Benachrichtigung bekommen. Das ist schön, das ist sehr gut. Aber wenn man das Handy mal nicht bei hat, das liegt irgendwo, man sieht es halt nicht, man hört es nicht, dann hat man einen Nachteil. Die Lampe schaltet da an und aus. Das ist ein Vorteil, dass man das wenigstens machen kann. Oder eine Steckdose. Da könnte man dann halt zum Beispiel sagen, kann man so automatisiert, wenn der hier Wasser verstellt, dann soll erstens, das zeige ich euch mal, so, hier haben wir jetzt schon die ganzen Sachen drin, so, wenn der jetzt Alarm hat. Da können wir uns ja hier die. Wo haben wir das jetzt wieder? Ton, Automatisierung. So. Wir können ja bei der Automatisierung verschiedene Sachen machen. Wir sind ja nicht auf eine Sache begrenzt. Wir können, wenn wir abends hier sind, können wir sagen. Ich bin mal gespannt, was ist, wenn wir das aus- und anmachen. So. Die steckt. Also die Lampe ist jetzt aus. Ich habe hier eingestellt, dass sie angehen soll, wenn Wasser kommt, aber ich habe auch gesagt, sie soll ausgehen, wenn Wasser kommt. Beide Regeln sind an. Und jetzt werden wir das mal testen. Sie geht an und geht gleich wieder aus. Okay. Gut, also jetzt geht sie an und geht auch gleich wieder aus. Das ist vielleicht auch ja nicht mal so schlecht. So, aber man könnte jetzt ja auch noch zusätzlich sagen, bei Wasser entdeckt. Lowboard-Steckdose. Arbeitsplatte ist halt die Küche. Ja, können wir dann halt sagen, Arbeitsplattensteckdose, die wollen wir jetzt hier auch auswählen, weiter. So, und die soll dann ausgehen. Und die soll auch ausgehen. Das ist halt so ein Multisteck, also so ein Zweifach-Outdoor-Steckdose ist das. Da hat man dann, hat man dann zwei Stecker dran und die werden hier auch separat ein- und ausgeschalten. Also kann man sagen, aus. Das ist natürlich von Vorteil, wenn man diesen Sensor. Wenn man halt Waschmaschine und Spülmaschine in der Küche zu stehen hat und die ziemlich dicht beieinander sind. Bei mir sind sie halt praktisch links und rechts von der Spüle und hier ist die Wasserrohrleitung. Wenn was ist, wird es da feucht und das läuft ja dann da lang. Dann stelle ich das einfach zentral unter die Spüle auf den Fußboden, weil von der Waschmaschine kommt es auf jeden Fall da lang gelaufen. Und von der Von der Spülmaschine ist ja auch oben die Leitung, würde auch da kommen. Aus der Spülmaschine glaube ich eher weniger. Deswegen werde zentral, ich könnte, weil auch hier die Wasserleitung ja ist und das ist mir halt primär wichtig, dass wenn die Leitung aus der Wand irgendwie was hat oder oben aus dem Dings was rauskommt, dass er hier benachrichtigt. Können wir denn aber halt logischerweise sagen, beide Geräte sollen ausgehen. Die Waschmaschine soll ausgehen. Aber auch der Geschirrspüler soll ausgehen, dass halt auch nichts mehr noch irgendwie Wasser zieht oder Wasser rausbläst oder irgendwas macht. Also es kommt kein Wasser rein, es geht kein Wasser raus. Damit können wir schon mal begrenzen, dass da mehr passieren kann. Es sei denn, unten ist ein Leck, die Maschine ist defekt und das läuft da aus der Maschine raus. Aber so ist es schon mal, kein Strom fließt, was gefährlich sein kann. Das ist schon mal was. So, das können wir dann sagen, erledigt. So, dann gehen alle Sachen aus. Das Licht geht an, geht aus. Oder man kann auch hier, ich könnte auch, also mein Flurlicht kann ich jetzt hier nicht machen. Aber man könnte dann zum Beispiel auch in der Alexa-App, wenn man jetzt ein anderes Gerät hat, zum Beispiel, so kann man jetzt eine neue Routine anlegen. So, Routine. Ach so, nee, ich muss erstmal, Entschuldigung. So, den Wassersensor. Wo haben wir denn?
Geräte. So. Alexa. Danke. Ja, ist okay. Hier, den Wassersensor hat er schon gefunden. Gut. Anzeigen. So. Jetzt haben wir den. Der ist jetzt definitiv da. Dann gehen wir hier oben rauf. Sagen. Nee, Quatsch. Wir müssen zurück. So. Nochmal zurück. Auf die Hauptseite. Oben Plus drücken. Eine Routine erstellen. Wenn. Wir wollen ja nicht, dass wir irgendwas sagen und dann passiert irgendwas. Wir wollen, wenn Smart Home Produkt, Bewegungssensor, Kamera, Echo Dot, smarter Wassersensor da unten, wenn der ja, schließt, offen, na, sagen wir mal, schließt. So, schließt, weiter. Dann soll was passieren. Kann man auch eine Uhrzeit sagen, jeden Tag und hat das ich. Das brauchen wir jetzt. Ja, brauchen wir jetzt nicht täglich. Reicht aus. So, dann soll. Ich muss mal ein bisschen heller machen, ich sehe ihn schlecht. So, dann soll wieder Smart Home. Wo haben wir denn? Smart Home, da oben. Und dann soll Lampen, Bild, Flur, LED, LED-Regal, Meros-LED, Smart Light, Sofa, Sofa rechts. Soll was machen? Weiter. Soll an oder ausgehen? An. Farbe auswählen. Rot. Speichern. Helligkeit 100%. Weiter. Und dann könnte man jetzt zusätzlich noch sagen, neu. Smart Home. Ich habe jetzt hier kein. Ich habe jetzt hier leider nichts drin, was hier Geräusche macht. Bild. Boxen, Sofa. Das ist die Steckdose. LED, Meros. Ich habe leider jetzt nichts hier, was hier Geräusche macht. Aber ich habe eine andere Idee. Alexa sagt. Benutzer definiert. Wasserschaden entdeckt. Wasserschaden entdeckt. Wasserschaden entdeckt. Wasserschaden. Nee, ist ja kein Schaden. Entdeckt. So. Weiter. So. Alexa sagt dann halt Wasserschaden entdeckt, aber ich musste hier noch nicht. Übersetzt von programminginsider.com. Ich musste jetzt noch nicht sagen, bei welchem Gerät. Ach doch, hier. Höre A. von Gerät hinzufügen. Ich
Echo, 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 Echo Flur, Echo Flur, Echo Flur, Echo Flur, Echo Dot Flur. Da. Echo Dot Flur. Speichern. So, jetzt bin ich mal gespannt. Aber sollte funktionieren. Wasserschaden entdeckt. Die Lampe ist jetzt Anjang blau, jetzt auf rot umgesprungen. Und ich weiß nicht, ob ihr Alexa hört. Wir können ja mal kurz. Routine. Routinen. Wie habe ich denn das genannt? Ah, hier. Da haben wir es. So, Smart Wassersensor. So, und da können wir jetzt natürlich mal sagen, wir wollen jetzt Fire TV. Ich habe ja auch eine Soundbar, wo A-Punkt drin ist, die ist aber nicht aktiviert. Weil sonst gibt es immer Konsequenzen, wenn ich A-Punkt sage und denn der Fire TV reagieren will, aber auch die Soundbar. Fire TV Wohnzimmer. Fire TV Box 1, Box 2, Fire TV Cube Schlafzimmer, Echo Dot, Echo Tablet, Soundbar. Wir können gleich mit Soundbar, wir testen das mal mit der Soundbar. Beenden. So. Will er nicht. Ist ja auch nicht verbunden. So, jetzt nehmen wir Fire TV Cube Wohnzimmer. So, beenden. Der hat nämlich einen eingebauten Lautsprecher. Also entweder sagt er, wenn alles aus ist, über den eingebauten Lautsprecher oder über die TV-Boxen, wenn er an ist. Wasserschaden entdeckt. Habt ihr gehört? Wasserschaden entdeckt. Ja, also funktioniert ganz gut. Auch die Lampe. So. Das werde ich jetzt so lassen. So. Nee, Quatsch, die kann ich ausschalten. Automatisierung, die kann ich ausschalten, die brauche ich alle nicht. So. Und hier nochmal zurück. Jetzt brauche ich die Sofalampe rechts. Aus. Aus. Ach nee, das ist links. So. Rechts. Und da müssen wir Türkis machen. So. Türkis. Und die Warnhelligkeit bei 20%. So, rechts. 20%. So. Bei Arms ist zu hell mit 100%. Das soll ja nur leicht leuchten in Ecken vom Sofa und so. Ein bisschen
Ambiente-Licht sozusagen, finde ich halt schöner. Ich habe die auch links und rechts genannt, dass ich die halt separat steuern kann. Ja, da seht ihr das. Ja, ich kann die halt praktisch separat steuern. Links, rechts, kann links eine andere Farbe als rechts machen. Aber ich habe auch bei den Routinen Sofalampen, Switch. Das sind meine Aktivitäten. Also eigentlich, ich kann es euch jetzt gerade nicht zeigen, weil es hier irgendwie wegkommt, weg ist. Xbox, Gardine links auf, Gardine rechts auf, PlayStation, Sleep, Gardine, Switch, Kaffee, Gardine, Xbox. Wer ist der Boss? Wasser, Sensor, Kinderzimmer. Zocken, switchen. Ja, wird hier komischerweise jetzt nicht. Ja, irgendwie wird die Routine mir hier nicht mehr angezeigt. Aber ich habe eine Routine, die nennt sich Sofalampen. Und da habe ich dann halt einfach nur gesagt, wenn ich sage A.Sofalampen als Kommando, welche Geräte drinne sind, die und die andere. Und dann habe ich gesagt, dass die halt zusammengehören. Ja? Ach nee, das haben sie ja geändert. Das haben sie ja geändert mit dem letzten Update von A. Dass das raus ist und dass man verschiedene Lichtgeräte zusammenpacken konnte oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls geht das so. Ich sag Sofalampen grün, dann sind Alexa, Sofalampen grün. Alexa, Sofalampen türkis. Achso, wartet. Dass ihr das auch sehen könnt. So, ich nehme jetzt hier Alexa, Sofalampen grün. So, muss ich raus. Rein, grün. Links, grün. Alexa, Sofalampen rot. So, rot, rot, beide. Alexa, Sofalampen türkis. Alexa, Sofalampe links, rot. So, rechts, türkis, weil ich ja alle gesagt habe, türkis, aber links, rot. Alexa, Sofalampe links, türkis. Alexa, Sofalampen 100%. 100%, 100%. Alexa, Sofalampen 20%. So, 20%. So, weil ich möchte ja nicht, ich kann sie jetzt einzeln stellen, ich kann sie einzeln von der Helligkeit einstellen, aber mit dem Kommando Sofalampen kann ich halt beide gleichzeitig hell oder dunkel machen und beide gleichzeitig an oder aus. So, aber das schweifen wir ab. Ich muss jetzt mir was überlegen. Also ich muss erstmal den hier wieder in den Flur machen. Und dann muss ich überlegen, wie ich da rankomme am Fußboden, dass ich das da hinstellen kann. Und ich muss dann nochmal lesen, wie ich hier eine Batterie wechsle. Aber ich denke mal, das wird dann hier sein Aufschrauben, dann rausnehmen und dann hier wieder festschrauben, dass hier halt kein Wasser reinkommt. Soll ja wasserdicht sein. Aber vom Umfang her bin ich sehr begeistert. Vor allen Dingen, dass man die Alexa-Sachen auch so gut funktionieren wieder. Da gibt es einige Beispiele von anderen Herstellern, wo die nicht so gut miteinander funktionieren. Also das heißt, dass die Geräte in der Hersteller-App untereinander kompatibel sind. Aber in A. kann man nicht sagen, wenn das auslöst, soll Produkt XY angehen.
Bei Meros kann man auch, wenn man jetzt, ihr sagt mal, ihr habt den Wassersensor von Meros, dann habt ihr einen Feueralarm von Devolo. Ja, die sind ja zwei verschiedene Sachen. Dann könnt ihr in der A-Punkt-App sagen, wenn das Ding sagt, hier ist Wasser, also Schalter ein, soll das andere Ding einen Signalton machen. Und den hört man dann. Den hört man. Ich habe nämlich noch die laute Sirene, die haben sie ja damals zurückgerufen, weil sie zu laut war. Ich habe meine natürlich nicht zurückgerufen lassen. Also ich habe gesagt, die behalte sie. So. Ja. Das soll es jetzt soweit auch dazu gewesen sein. Alles einfach. Mit den dicken Fingern ist es ein bisschen doof hier dit, und mit diesen dünnen Dingen hier das zu machen. Mit meinen Knubbelfingern. Ich denke mal, ihr habt da nicht so eine Probleme. Ist ein schönes, also vom Design her sieht es schön aus. Einfach. Mit der Batterie ist mir noch nicht erschlüssig, wie das gehen soll. Aber es funktioniert. Und vor allen Dingen, es funktioniert gut. Und auch, ja. Na, hat er Wasser erkannt, dann leuchtet es grün. Wasserschaden entdeckt. Alexa? Sofalampen türkis. Alexa, Sofalampen 20%. So, Moment. Oh, ich muss Fahrrad aufpumpen von der Kleinen. Ja, wir sind ja soweit fertig. Dann würde ich mich jetzt hier verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Der erste Eindruck. Ich werde aber nochmal ein kürzeres, knapperes Video machen, damit man für die Leute, die es halt nur kurz und knapp wollen. Aber ich bin jetzt erstmal weg. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.